Liebe Herren, auch hier im Saal, halten Sie jetzt bitte Ihre Gattinnen und Gatten fest. Was jetzt kommt, das ist Mr. Sexy himself. Sorry, Wolfgang, du bist es nicht mehr. Ja, there's a new king in town. Der Brad Pitt der Nordsee ist da. Purer stimmlicher Sex für die Augen und für die Ohren. Wir fragen bei Urlaubern, wie sie angereist sind. Mit der Deutschen Bundesbahn von Hamburg Hauptbahnhof nach Westerland. Und ich schwöre es Ihnen, auf die Minute pünktlich. Da musst du dich geschlagen geben. Da musst du dich geschlagen geben. Guck mal, da waren alle Orangetöne dabei, die es gibt. Alle. Stimmlich so eine Mischung aus Henning May und Darth Vader. Was raucht der Typ? Schweröl? Wie kommst du jetzt zu so einer Stimme? Er kaut Hühnerhaare. Meine Damen und Herren, ich hatte schon am Anfang der Sendung erwähnt, TV Total wird Ihnen ab sofort absolut atomstromfrei präsentiert. So wie seit Samstag alles in Deutschland. Und das ist für uns Anlass, einmal zurückzublicken auf die goldene Ära des Atomstroms. Am letzten Samstag war es soweit. Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke wurden abgeschaltet. Ein kontroverses Thema, bei dem viel demonstriert wurde. Atomkraft, wir wollen keinen Atommüll. Auch kontrovers. Ich bin nicht gegen Kohle, ich bin dafür, gegen Atom. Aber die haben mir gestern meinen ganzen Garten kaputt getreten. Leider eskalierte der Streit irgendwann. Die Polizisten fuhren schwere Geschütze auf. Pfefferspray und Schlagstock. Der sogenannte schwarze Block stieß aber auch in der Bevölkerung auf. Ich sag mal Skepsis. Guckt denn schon genauer hin. Also ich sag mal, wenn jetzt vielleicht, ich sag mal, etwas jüngerer Mensch, ich sag mal, auch mit einer dunklen Kleidung, vielleicht, sag mal, die Apotheke betritt, ich sag mal, macht man sich schon so ein bisschen seine Gedanken oder guckt dann, ich sag mal, noch mal genauer hin. Dabei sind die eigentlich auch ganz lieb. Ich wollte schon immer einen Erpresserbrief schreiben. Aber ich hatte nichts, um zu erpressen. Die Angst der AKW-Gegner war immer ein möglicher Störfall. Denn dann gibt's nur eins. Atomstrahlung führt nämlich zu schlimmen Genveränderungen, wie hier oder hier. Ich liebe nur dich. Alleine in der Nähe eines AKW zu wohnen, finden viele gefährlich. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Die andere Sorge ist der kurze Weg von der Atomkraft zur Atombombe. Und das ist natürlich schlimm. Was weißt du denn über Bomben? Also Bomben sind sehr gefährlich, sie sind explosionistisch, ne? Die können ganz schnell explodieren. Deshalb ist für viele der sofortige Ausstieg aus der Atomkraft alternativlos. Ja, wat mut, ne? Einige sind inzwischen aber auch zögerlicher. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es wahrscheinlich erst später. Die Grünen sagen zur Atomkraft zwar immer noch Nein. Aber viele andere eben Ja. Ja. Sie haben Angst vor einem Blackout, der dramatische Folgen hätte. Boah! Und viele befürchten eine Rückkehr in die Steinzeit. Das Mistviech. Außerdem sind für sie die AKWs sicher. Alleine mögliche Saboteure werden schon vom Hund des Pförtners kritisch beäugt. Die Energieversorgung ist natürlich wichtig. Schließlich leben wir in der viertgrößten Volksrepublik der Welt. In der viertgrößten Republik der Welt. Was ist denn los hier heute? Mit Energiesparen alleine ist es natürlich nicht getan. Wir werden für viele wichtige Dinge viel Strom brauchen. Gott sei Dank greift der Staat den Bürgern unter die Arme. Die Ökostromumlage ist zum ersten Mal seit ihrer Einführung gesunken. Und zwar um 0,0 Cent je Kilowattstunde. Alleine für die Elektromobilität wird jede Menge Strom benötigt. Trotzdem sollten wir zuversichtlich bleiben. Unsere Erfinder haben schon einmal das Automobil erschaffen. Und deren Nachfahren tüfteln jetzt auch wieder. Wie auch immer wir die Probleme lösen werden, die kommende Generation wird es uns danken.